Sensation! Es hat zum ersten Mal nach Wochen, Monaten, ewigen Zeiten halbwegs vernünftig geregnet. Heute Nacht hat es immerhin 7 Liter pro Quadratmeter geregnet. Wir haben jetzt Mitte Juli, den 12. Juli haben wir heute, ja, kurz vor unserem Sommerurlaub. Heute werde ich meine neue Lüfterkassette ausprobieren. Ich habe für mein Edco, für mein Allet Meer endlich eine Lüfterkassette bestellt. Schweineteuer, 250 Euro. Und die werde ich heute zum ersten Mal einsetzen. Schauen wir mal, was ich damit so aus dem Rasen heute rauskriege. Der Rasen sieht nicht wirklich gut aus. Ich habe lange nicht mehr gedüngt. Ich wollte auch jetzt von meinem Urlaub nicht mehr düngen. Er ist so ein bisschen ausgemagert, hat so ein paar braune Gräser im Boden drin. Na egal, nach dem Urlaub greifen wir wieder an. Bleibt dran! Seht ihr den neuen Blaumann? Diesen Blaumann hat mir ein Arbeitskollege geschenkt. Michael, vielen Dank für den Blaumann. Ja, ich habe ihn nur zum ersten Mal an. Endlich mal der neue Blaumann. Ein echter Baumwoll-Blaumann, wie es sich so gehört. Aus den alten Zeiten. Ich sage nur nicht, wo er herkommt. Ich habe extra das Firmenschild hier abgeklebt. Mein anderer Blaumann, mein Aldi-Blaumann, ist total verschlissen. Und freut mich, dass ich hier so was geschenkt bekomme. Echt cool. Ja, danke nochmal, Michael. Ja, was macht so eine Lüfterkassette? So eine Lüfterkassette lüftet den Rasen, wie der Name schon sagt. Dazu gibt es hier so ganz kleine Drahtzinken, die an so einem Träger angebaut sind, so ähnlich geformt wie eine Spindel. Und diese Zinken, die greifen so ganz vorsichtig in den Rasen rein und kratzen, wie mit so ganz feinen Fingerchen, kratzen den Rasenfilz aus dem Boden raus. Hier, das ist dieser Rasenfilz. Das ist eine sehr schonende Behandlung. Ich habe leider noch nie eine Lüfterkassette gehabt. Ich habe mir jetzt endlich mal eine gekauft, nachdem ich beim Swordman zum ersten Mal so eine Lüfterkassette hier auf meinem Rasen ausprobiert habe. Hat mich sehr begeistert. Gibt es also auch von Allet, oder früher hießen die Edco, Allet, für die Allet Rasenmäher. Ist relativ teuer, 250 Euro kostet das Teil. Aber viele schwören da drauf. Ich habe es auch jetzt erst angefangen. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier mit meinem Rasen entwickelt. Und das ziehen wir jetzt mal durch. Warum lüfte ich überhaupt den Rasen? Natürlich, der Filz muss raus. Wieder das Thema Nährstoffe, Wasser und Sonne an den Boden ran, Sauerstoff in den Boden rein. Das wollen wir damit erreichen. Super schonende Behandlung. Man sieht überhaupt nicht, dass der Rasen irgendwie zerstört oder ausgedünnt wird. Trotzdem ist das der helle Wahnsinn, was der hier aus dem Rasen rausholt. Das ist ziemlich cool. Oh, das riecht so gut. Richtig feucht heute. Feuchtes Gras, ey, traumhaft. Traumhaft! Ja, der Motor läuft nicht so gut. Wahrscheinlich ist er wieder ein bisschen verharzt, mein Vergaser. Da muss ich jetzt noch mit der Druckluft dran, damit er ein bisschen besser läuft. Das war der absolute Hammer. Ey, was da aus meinem Rasen rausgekommen ist, das ist eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Also, Mann oh Mann, was kann man noch dazu lernen? Dieses Kämmen des Rasens, dieses Rauszupfen
der ganzen Stängel und des toten Grases. Hat super funktioniert, sieht natürlich auch richtig klasse aus, wie jetzt diese Streifen sich auch gebildet haben. Also mittlerweile lief dann auch irgendwann mein Motor wieder super. Mein alter Edco, der ist jetzt 20 Jahre alt. Der Motor läuft immer noch klasse. Der Kawasaki-Motor von meinem anderen Edco, der ist irgendwie ausgelutscht. Aber dieser alte Motor, keine Ahnung, was das für ein Hersteller ist, läuft cool. Ja, coole Sache, Rasen lüften. Die Engländer wissen Bescheid. Da kommt das ganze Thema her. Sehr coole Nummer. Ja, und jetzt lassen wir den Rasen ein bisschen abtrocknen, dass das Gras sich auch wieder so ein bisschen erholt, so ein bisschen hoch steht. Und dann werden wir wieder mähen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss. Thank you.